Das muss also das wunderschöne Wetter von Himmelsrand sein, von dem ich immer gehört habe. Und? Wartet, ich kenne euch doch. Und damit sage ich an dieser Stelle Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim, wo wir jetzt nach Winterfeste gezogen sind, wo sich zum einen der Nächste der Steine von Barentia befindet, zum anderen aber auch ein kleines Geheimnis. Das mir ein bisschen Geld einbringen kann. Dass ich deswegen jetzt hier mal erforschen wollte. Nämlich links von der Langfeste des Jarls. Vom Langhaus des Jarls. Und da waren wir ja gerade. Ein paar Felsen hochklettern. Das ist wahrscheinlich das hier. Nervt mir gerade ein bisschen. Ungemein viel. Sehr. Also doch hier hoch, wa? Hier hoch. Hier soll nämlich irgendwo eine geheime Truhe sein. Mit jeder Menge Kohle drin. Ich weiß leider nur nicht ganz genau wo. Ich sehe die Scheißtruhe nicht. Ich sehe sie einfach nicht. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich hier überhaupt richtig bin. Ich hätte mir vielleicht ein Video oder sowas angucken sollen. Ich will jetzt hier auch nicht stundenlang rumsuchen. Weil das ist dann auch doof fürs Let's Play. Aber das wäre genau das Geld, was wir bräuchten. Um uns dieses Haus zu kaufen. Na gut. Ist mir jetzt erstmal egal. Keine Ahnung. Könnte auch auf der anderen Seite sein. Da oben irgendwo. Ich weiß es nicht. Ich gucke mir zur nächsten Folge mal ein Video an. Wir gehen jetzt erstmal zur Akademie von Winterfeste, weil da ist nämlich der nächste Stein. Den wir aber, glaube ich, auch schon haben. Aber der Vollständigkeit halber laufe ich jetzt halt alles nochmal ab, ne? Wie viele Steine haben wir eigentlich insgesamt inzwischen? 18. Es fehlen also noch 6. Es fehlen noch 6. Bei einem wissen wir, wo er ist. Also 5, die wir noch suchen müssen. Ist auf jeden Fall inzwischen
schon relativ übersichtlich geworden, die Liste. Das sind die Gemächer des Erzmagiers. Und da ich die, meine ich, schon mal durchwühlt habe, bin ich mir relativ zuversichtlich, dass sich dieser Stein hier bereits in unserem Besitz befindet. So, auf einem Regal in den Gemächern des Erzmagiers. Da sind Regale, da ist aber kein Stein drin. Da auch nicht. Oh. Na, sowas. Ich bin ganz ehrlich, da habe ich jetzt nicht mit gerechnet, dass wir hier tatsächlich einen Stein finden. Aber ich meine, ich nehme jeden, den ich kriegen kann. So, das nächste ist nämlich der Palast der Könige in Windhelm. Ist auf der Liste übrigens der 18. Stein, also wir nähern uns jetzt so allmählich an auch dem Ende. Windhelm, Palast der Könige. So. Die erste Tür links im Raum beim Arkanenverzauberer, rechts auf dem Tisch. Gut. Da bin ich erstmal rein. Sucht, seid ihr im Weißen? Und es war Windhelm, wo Ulfric Sturmmantel regiert hat und wo wir jetzt einen neuen Chef haben, ne? Ich rede nicht gern mit Leuten, denen ihre Ehre so wenig wert ist. Habt ihr was zu sagen, Hund? Liegt euch was auf dem Herzen? Nach allem, was ihr getan habt, sollte ich euch zusammenschlagen. Braucht ihr etwas, ihr armer Tropf? Die mögen mich hier nicht besonders, oder? Ihr habt schon für genug Ärger gesorgt. Kann ein alter Mann nicht mal seine Ruhe haben? Okay, gut. Die erste Tür links. Die Leute von Rifton haben sich auf mich verlassen und ich habe versagt. Der Jarl wird aus Dämmerstern rausgeworfen und ich muss ihm. Guck mal. Sind die ganzen Jarle hier? Diese verdammten Abgeschworenen. Die glauben, sie könnten in meiner Stadt morden. Ich werde mal danach einen Kopf kürzer machen. Oh, steh nicht in meinem Weg rum. Das ist ja furchtbar. Macht in meiner Stadt keinen Ärger. Die erste Tür links im Raum beim Arkanenverzauberer, rechts auf dem Tisch. Die erste Tür links ist aber... Ich bin im Palast für das Kochen und Putzen zuständig. Die führt uns ins Obergeschoss und im Obergeschoss... Weiß ich nicht, ob ich hier richtig bin. Hab sogar eher das Gefühl, ich bin hier falsch. Hier steht auch nirgendwo ein arkaner Verzauberer. Das allein macht mich ja schon etwas schutzig. Hier ist ein arkaner Verzauberer. Was auch immer man euch über meine Fähigkeiten erzählt hat, ist vermutlich wahr. Danke. So, drei Dinger müssen wir noch finden. Wenn ihr mit den Schlössern hier herum... Ja, lass mich durch. Drei Steine noch finden und dann... Ich war ganz... Das Haus kaufen. So, 19. Windhelm, Haus Clan Schmetterschild. Das passt sich ja wunderbar, dass wir sowieso gerade hier sind. Jetzt muss ich nur das Haus suchen. Clan Schmetterschild, das ist da rechts. Okay. Auf geht's. Müssen den einen oder anderen auf der Liste müssten wir ja theoretisch noch in unserem Besitz haben. Weil ich habe ja hier noch 5 stehen und wir brauchen nur noch 3.
Das hier könnte einer davon sein, weil wir den Schlüssel dafür schon haben. So, im Schlafzimmer. Gibt wahrscheinlich noch ein richtiges Schlafzimmer hier irgendwo, ne? Höchstwahrscheinlich oben. Läuft. Also im Moment läuft es echt gut. So, als nächstes ist wieder eine Höhle, verdammt. Die Steinbachhöhle nordöstlich von Schors Stein. Ist das jetzt hier irgendwo in der Gegend wenigstens? Da, Steinbachhöhle. Am Ende der Höhle. Wo ist denn die Höhle? Noch eine Höhle. Ich war eigentlich schon lange genug unter der Erde, aber wenn ihr hineingehen wollt, folge ich euch. Nein, ich häng fest. Oh Gott sei Dank. Eine Höhle. Da ist die Höhle. Laut unserem Kartenlog haben wir diese Höhle auch schon gemacht. Hi. Ich gehe trotzdem noch mal gucken. Maul. Kannst du mal aufhören, dich zu bewegen? Das ist voll scheiße. Ich bewege mich ja auch nicht. Wo sind die schon wieder alle hin? Da dreht man sich einmal um und alle sind sie weg. Reicht das Ende der Höhle, indem ich einfach immer weitergehe? Ich könnte natürlich auch meine Karte. What? Wie kann ich in diese Höhle abgeschlossen haben, wenn ich sie nicht erforscht habe? Woher seid ihr gekommen? Ist da jemand? Das finde ich jetzt schon recht interessant. Ups. Die Truhe aufgesperrt. Ein Smaragd, den können wir bei Gelegenheit auch irgendwo verkaufen. Ich weiß noch nicht genau, wo wir das alles verkaufen. Aber es wird schon, das ist nicht der richtige Weg. Aha. Gibt ja hier noch einen Pfad, ne? So einen Seitenpfad. Wobei, angeblich geht es da hinten noch weiter. Dann wollen wir gleich nochmal gucken. Wer ist da? Was? So, bist du das Ende der Höhle? Das Offizielle, meine ich? Schatzkarte. Ah, interessant. Ich werde den Schatz wahrscheinlich eh nicht suchen, aber schon mal so eine Schatz. Was? Warum ist Finzelaut hier schon wieder drin? Was ist das hier gerade?
Ja, aber einen Stein von Barentia sehe ich hier jetzt nirgendwo. Aber da Ende der Höhle natürlich auch hier hinten bedeuten kann, wo es ja irgendwie noch weitergeht, sollte ich vielleicht nochmal gucken, ob ich da noch irgendwie hinkomme. Da ist doch noch was. Ja gut. Ich gehe mal davon aus, dass mit Ende der Höhle der... Aber hier ist ja nichts, ne? Am Ende der Höhle. Mehr steht da nicht. Das ist echt deprimierend. Gut, machen wir mal eine mentale Notiz für später. Falls wir hier tatsächlich nochmal wieder hin müssen. Wie viele fehlen uns noch? 3. Also 2. Ne? 2, die wir noch finden müssen. Und der eine in dem Haus was verkaufen. Oh Mann. Aber das bedeutet zeitgleich auch, ein Ende ist in Sicht. Und wir müssen jetzt als nächstes nach Ansilwund, südlich der Steinbachhöhle. Oh Gott. Den haben wir definitiv noch nicht, weil wir die, den Dungeon Höhle noch gar nicht gemacht haben. Ich war eigentlich schon lange genug unter der Erde, aber wenn ihr hineingehen wollt, folge ich euch. Los geht's! Dieser Erzbeschwörer, ja, der kriegt einfach auf den Sack. Also zumindest theoretisch. Praktisch sehe ich ja gar nicht, wo sie steht. Dann nicht mal irgendwelches Gold dabei, weißt du? Das ist doch arschig, ist das. Okay, da geht's rein. Eine waschechte Ausgrabungsstätte. Gut, dann sind wir hier wahrscheinlich jetzt eine Weile beschäftigt. Ich hoffe ja noch so ein bisschen, dass wir diese Woche hier noch fertig werden. Bleibt wachsam. Ich habe ein Level up. So, natürlich Ausdauer. Und dann, wo ist denn die zweihändige Kampfkunst hier? Bin ich doof? Ja, bin ich. Da ist es. Ich sagte zweihändig. So, Wumms. Eine Lehre sein. Rennen hier wieder Todesfürsten durch die Gegend. Ich bin ja begeistert. Und da das wieder so ein Draugagrab ist, könnte ich mir vorstellen, dass wir wieder so eine scheiß Drachenkralle brauchen. Frostbissspinnen gibt es hier. Schön. Freut mich. Es ist nicht dein Ernst, ne? Schiebt sie mich da einfach einmal zur Seite, die blöde Kuh.
Links von mir geht's weiter. Ah, okay. Und natürlich alles looten, was nicht in irgendeiner Art und Weise festgenagelt ist. Und wenn ich's abkriege, dann auch das. Ich brauche das Geld. Ja, okay. Blöd gelaufen, dass hier jetzt wieder ein Todesfürst steht. Nee, es ist nur eine Geißel. Okay, na dann geht's ja. Dann geht's ja. Ich dachte, ich hätte Probleme. Das war ja jetzt nicht so schlimm. Wer ist da? Dachte ich doch, dass ich etwas gehört habe. Und weiter. Wir sind nämlich noch jedem Geburschen, die uns das Leben zur Hölle machen wollen. Und die möchte ich ehrlich gesagt ungern enttäuschen. Die haben sich so viel Mühe gegeben. Die nächste Truhe. Zack. Wahrscheinlich müssen wir hier hinten weiter. Ich bin Lua Alsgarven. Wer seid ihr, dass ihr mich stört? Verschwindet, oder ihr werdet Teil meiner Armee der Toten. Nö. Werd ich nicht, will ich nicht und mach ich nicht. Ich finde es rührend, dass Lua sich über ihren toten Soldaten so aufregt. Ja, aber die Draugr zu erwecken, um es sowohl mit den Kaiserlichen als auch mit den Sturmwänden aufzunehmen, das ist einfach verrückt. Das ist richtig. Aber ich werde mich nicht gegen sie stellen. Stellst du dich gegen mich? Blöden Magier. Nein! Ach so, ich kann ihn trotzdem looten. Dann geht's ja noch. Immer diese blöden Magier. Furchtbar sind die, nervig und ma. Erhebt euch aus euren Gräbern und tötet diesen Wurm. Das ist ja nur ruhelose Draugr, also das ist ja jetzt nicht unbedingt das Beeindruckendste, ja? Das wird euch eine Lehre sein. Da muss sie schon mehr aufbieten, wenn sie uns aufhalten will. Ein makelloser Diamant. Nein, den nehme ich mit. Das ist alles Zeug, das wir verkaufen können. Müssen dann zwar entsprechende Händler suchen, aber prinzipiell ist das alles erstmal Zeug, was wir verkaufen können. Netter Versuch.
Aber ganz so einfach mache ich es ihr dann auch nicht. Und der war gut, oder? So auf Anhieb einfach so klack und fertig. Komm, der war gut. Der war richtig gut. Wo müssen wir denn lang? Woher seid ihr gekommen? Wahrscheinlich weiter nach unten. Bietet sich zumindest gerade so ein bisschen an, ne? Kann ein Zombie bitte mal aufhören zu stöhnen? Das geht mir etwas auf den Sack. Hier haben wir auch einen Frostatronarchen, also mindestens ein Beschwörer in der Nähe. Vielleicht sogar Loa selber. Wir wissen ja, wenn man einen Beschwörer tötet, verschwindet auch seine beschworene Kreatur. Nein. Die Dunkelheit macht mir nichts aus, aber ich habe wirklich mehr als genug Zeit in Höhlen verbracht. Luas Tagebuch. Finn, 20 Jahre lang habe ich um einen Mann getrauert und auf Rache am Kaiserreich gesonnen, das ihn mir genommen hat. Ich habe die Magie erforscht, mit deren Hilfe ich seinen Geist wieder einen Körper geben kann, und etwas an der Geschichte von Fiori und Holgier hat mich hierher geführt. Holgier würde ein perfektes Gefäß abgeben, um meinen Sahil wieder auferstehen zu lassen. Es ist mir gelungen, die Toten hier zu erwecken und sie als Arbeitskräfte einzusetzen, um den Weg zur Hauptkammer der Gruft freizuräumen. Es muss wohl an den Methoden liegen, derer sich die alten Nord bedienten. Sie sind unglaublich gut erhalten. Wenn diese Sturmmäntel doch bloß halb so viel Verstand hätten! Wir hätten sie benutzen können, um die Elfen vom Kontinent zu fegen und hätten einen neuen Staat gründen können, um das Kaiserreich zu bekämpfen. Und gerade jetzt, wo ich so kurz vor dem Ziel stehe, bricht ein Krieg aus. Der schlafende Bär von Himmelsrand, der uns in Hammerfell nicht zu Hilfe eilen wollte, wacht ausgerechnet jetzt auf, wo das Kaiserreich sie auch im Stich gelassen hat. Sie glauben wohl, sie wüssten, was es heißt, durch das Kaiserreich Qualen zu erleiden? Sie wissen gar nichts. Ich würde sowohl das Kaiserreich als auch diese Söhne von Himmelsrand ins Reich des Vergessens schicken. Und die Geschichte von Fiori und Holgier, die klingt nämlich ein bisschen relevant für die kleine Quest, die wir gerade machen. Deswegen lesen wir die jetzt spontan auch noch. Im 29. Sommer ihres Lebens begegnete Fiori, die Jägerin, dem Kriegsherrn Holgier auf dem Schlachtfeld. Niemand weiß mehr, worum es bei diesem Kampf ging, denn ihre künftige Liebe war derart groß, dass sie alle Rivalitäten und Streitereien überdeckte. Vor den Augen ihrer Anhänger kämpften sie, bis es zu einer Pattsituation kam. Ihr Schwert brach seine Axt entzwei und sein Schild ließ ihre Klinge stumpf werden, sodass alle sahen, dass sie einander ebenbürtig waren. So wie Adler ihre Partner finden, so fand Fiori mit Holgier auch den ihren, und für die Clans des Waldes brach eine Zeit des Friedens an. Doch wie die Wärme des Sommers der Kälte des Winters weicht, so würde auch dieser Friede ein Ende finden. So kam die Schlange und biss Holgier. Tief drang ihr Gift in seine Wunde ein. Als Fiori die schneebedeckten Gipfel überquert hatte und die Küste erreichte, erwartete sie der Anblick eines Wals. Schlange Wal. Von den Akaviri bekam sie ein Elixier und eilte daraufhin in den Wald zurück. Und während Holgier bereits die Winde Sovngarde riechen konnte, verabreichte sie ihm das Elixier und er wurde auf der Stelle geheilt. Doch die Schlange biss Fiori, als sie den letzten Tropfen in Holgiers Mund träufelte, und da die Reise sie sehr geschwächt hatte,
gesellte sie sich augenblicklich zu ihren Vorfahren. Holgiers Kummer war so groß, dass er eine Grabstätte errichtete und dass er sich nach ihrer Fertigstellung das Leben nahm, um wieder bei ihr sein zu können. Gut, Moment. Ich glaube, da war gerade die Lösung für das Rätsel drin. Das sind ja vier Dinger, ne? Also, wie ein Adler fanden sie einander. Dann kam die Schlange und biss Holgier. Dann sah sie das Bild eines Wales und als sie ihn geheilt hatte, biss die Schlange erneut zu. Habe ich recht? Habe ich recht? Habe ich anscheinend nicht. Ich müsste hier jetzt irgendwas passieren und wenn ja, was? Ich bin verwirrt, aber okay. Dieses Rätsel, das lösen wir dann in der nächsten Folge. Von The Elder Scrolls 5 Skyrim. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen. Bis dann.